So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic. Es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass wir zuletzt Star Wars gespielt haben. Es kam immer irgendwas dazwischen, mal hatte ich keinen Bock, mal gab es ein 5 Millionen Jahre langes Update. Und jetzt aber ist es soweit, wir sind immer noch auf diesem beschissenen Kackplaneten. Also ich möchte eigentlich von hier runter, aber ich muss ja meinem Motto treu bleiben und deswegen kann ich da jetzt noch nicht so schnell raus. Muss natürlich erstmal hier ein paar Quests erledigen, die hier anstehen. Und ja, wir machen weiter endlich. Ist ja eine ganze Weile her, dass ich zuletzt mal in der Winter Star Wars aufgenommen habe. Hat sich auch sehr viel getan, seitdem ich zuletzt hier war. Man hat jetzt scheinbar einen Fähigkeitsbaum erstellt. Ich habe zwar Vernichtung genommen, weiß nicht, ob das jetzt nämlich so eine super tolle Idee war. Weil viele Fähigkeiten sind jetzt bei mir futsch. Und man muss jetzt nur noch, man muss jetzt skillen, ne? So ungefähr wie damals noch in WoW, wo man halt, zwischen drei Talentbäumen sich entscheiden konnte und dann, die leveln musste, ist es hier fast genau dasselbe. Hat mich zwar überrascht, dachte es, aber mit der neuen Erweiterung mit, die Rache von Revan oder wie das nochmal hieß. Schatten von Revan, Vermächtnis von Revan. Ja, haben die hier natürlich wieder viel gemacht. Und ich glaube, das, was hier das gerade passiert ist, mit meinen Talenten zurücksetzen, ist, glaube ich, eins der Sachen. Nun gut, genug geredet, wir sind hier, um weiter zu questen. Muss mich natürlich erstmal... Oh, laggen tut's aber ein bisschen, muss man schon zugeben, ne? Überrascht mich, dass das nicht so fluffig läuft wie immer. Das ist irgendwie, läuft das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Könnte am neuen Update liegen. Könnte aber auch einfach an der Tatsache liegen, dass vielleicht ausnahmsweise mal richtig viele Leute spielen. Beides ist möglich. Man darf nicht zu früh urteilen. Und durch die ganzen Buffs sehe ich gar nicht meine Lebensanzeige. Das ist irgendwie... Das haben die nicht so schön gemacht. Ja. Ansonsten, was müsste ich hier machen? Besiege die republikanischen... Ach ja! Ja. Irgendwie sowas an... Irgendwie sowas erinnere ich mich noch irgendwo. Irgendwo ganz in meinen tiefsten Gedanken kann ich mich noch, glaube ich, an so eine Mission ungefähr erinnern. Das macht ja nichts. Sterben werdet ihr sowieso. Ach, die Druiden muss ich als Bonus besiegen. Okay. Sounds awesome. Oh, Vettel. Das war jetzt nicht nötig gewesen, ne? Hier nochmal schön einen reinzubumsen. Okay, das hätten wir eigentlich schon fertig, aber... Ich bin ein Jäger. Und damit meine ich eher den Teil der Sache, wo ich, ja, wo ich noch Druiden besiegen muss für meinen Bonus. Okay, das waren jetzt nicht wirklich sozusagen Druiden. Da habe ich mich gerade ein bisschen geirrt, aber... Ach! Ach, so ist das wieder. Ach, ja, gut. Macht er nicht. Töten wir euch, ne? Hier, ihr seid die, die ich brauche, ne? Habe ich richtig geraten oder habe ich richtig geraten? So, ihr gehört dazu. Republikanische Spezialdingensbummens. Ja. Soll mir eigentlich recht sein. Solange es nicht so leckt, wie immer, kann mir das eigentlich gestohlen bleiben. Also entweder töte ich die Druiden oder diese komischen Tunden. Bam. Okay. Was haben wir hier im Inventar? Viel Mist. Habe ich denn nicht irgendwie eine Planetenauszeichnung bekommen? Also Moment, das muss ich hier in den Währungen gucken. Ach, Flottenauszeichnung. Sowas gibt es jetzt auch schon. Und die haben die... Ach, einfache Auszeichnung ist das jetzt. Aha,
Es ist jetzt nicht so mit Planetenauszeichnung, es gibt jetzt nur noch sowas. Alles klar. Interessant. Davon habe ich 300 Stück. Nicht schlecht. Man, ja klar, wenn man die Tatsache bedenkt, dass mein ganzes Inventar voll damit war. Bin ich froh, dass die da ein bisschen Abwechslung geschaffen haben. Jetzt bin ich erstmal, habe ich wieder Platz, um das aufzunehmen. Man merkt schon, die haben ordentlich was gemacht. Oh, shit. Ich hab vergessen, ich brauche hier gar nicht. Irgendwie ist mir das gerade missfallen. Oh, what the fuck, was war das denn? High Speed Limit oder was? Hätte sich gut für einen Transformers-Film geeignet, aber leider... hast du leider die falsche Seite gewählt. Nicht die richtige, aber die falsche. Ach, die, euch brauche ich beide. Oder besser gesagt, nur einen von euch. Ja, irgendwie weiß nicht. Entweder war das eine scheiß Idee, dass ich den Skillbaum geskillt habe, oder auch nicht. Ich muss mich dann irgendwie mal, wenn ich mal Aufnahme beende, mal irgendwann mich damit mal auseinandersetzen. Und gucken, was ich da... Ja, ob ich richtig geskillt habe, oder ob da was anderes ist, was ich gebrauchen könnte. Das sind nämlich zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich kann, wenn ich will, könnte ich zurückskillen. Kann ich zurückskillen? Ich glaube schon, ne? Ich kann es zurücksetzen, glaube ich. Während ich mich regeneriere, kann ich das mal anschauen. Ah, nee, kann ich nicht. Das hört, das klingt doch, das ist doch irgendein Blutbad, glaube ich, wäre das gewesen, was ich gebraucht hätte. Klingt immer so viel nach Schaden, Damage. Vernichtung klingt mir so nach, ja. Kann ich, oh, ich kann zurücksetzen? Oder ist das hier nur zurücksetzen und das nicht? Achso, alle Funktionen zurücksetzen. 400? Das klingt doch, ach, nee, das kann ich nicht. Ja, super toll, dann hat sich's ja nicht gelohnt, das zu machen, was ich gerade eben gemacht habe. Ah. Moment mal. Nicht nochmal nachfragen, ich habe hier gerade eine Beschäftigung vor mir. Tut mir leid, dass ich mich damit jetzt erst auseinandersetzen muss, aber wie gesagt, das hat mich ziemlich schnell überrascht. Ich hoffe, ich kann vielleicht beim Lehrer da mal nachhaken und selber mal anschauen, was das ist. So, ich habe doch die Kackpunkte verteilt. Hier, übernehmen bitte. Ja, übernehmen. Cool. Komisch. Komisch, 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 aber ja. Jetzt habe ich den falschen Pfad gewählt und jetzt muss ich ihn auch gehen. Hoffentlich kann man, wie gesagt, zurückskillen, aber es sollte kein Problem sein, ansonsten... unlogisch. Einen brauche ich noch. Hier, oh, ihr respawnt, als wüsstet ihr, dass ich euch gerade gebrauchen kann. Wie ihr euch anbietet. Ihr bietet euch perfekt. Wow, 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 wow. Aber so nicht, Alter. So nicht. Nee, nicht aufheben, hier, töten. Perfekt, okay, gut. Dann sind wir hier fertig. Ich regeneriere mein Leben und dann gehen wir von hier weg. Das mit Erfahrungspunkte wird noch eine Weile dauern. Das Vermächtnis aber noch nicht so. Das Vermächtnis sieht schon nicht schlecht aus. Wenn wir uns weiter so gut ranhalten, sehe ich da kein Problem, dass wir das irgendwie in dem nächsten paar Parts irgendwie hinbekommen. Ja, da möchte ich nicht runterspringen, das wäre mein Verderben. Würde aber sagen... ach, fuck, das ist oben, ne? Ja. In diesem Moment wünschte ich, das wäre wie in WoW. Hätten mich einfach hinteleportieren können und die Sache selber in die Hand nehmen. Aber
muss ich damit leben. Genauso wie mit der Tatsache, dass ich vielleicht gerade was Falsches geskillt habe, aber ich kann es nicht zurückskillen. Ich kann das hier zurücksetzen. Was mich immer 400 Gold kostet, aber... Boah. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. Hätte, glaube ich, Blutbad nehmen sollen. Da, wo immer Blut steht, ist immer gut. Also irgendwas mit Blut, Massaker, Blutbad. Ja, das sind immer die besseren Vorschläge. Oder besser gesagt, die Dinger, die wir hätten annehmen sollen. Na egal, Vernichtung ist Vernichtung jetzt. Was soll ich zerstöre? Geschützstellungen. Alles klar, das ist also das hier. Das, was er schon zerstört hat, wozu ich nicht in der... Ach, kann ich das jetzt auch noch machen? Ne, er hat es kaputt gemacht. Tut gut, sich mal die Beine vertreten zu können. Der Typ hat nichts dagegen, er hat meinen genommen, ich habe seinen genommen. Ich finde, das ist... Naja. Ach, es gibt noch Bonusse, ja. Das wundert mich über... irgendwie nicht. Ich meine, wenn er meins klaut, okay. Hab's verdient. Aber er tut's nicht, weil er weiß, dass ich recht habe. Oder er vielleicht schon fertig ist, eins von beiden. Das war vielleicht eine scheiß Idee. Ich sehe mein verdammtes Leben nicht mehr. Oh ja, ich bin gleich tot. Musste mir einen Heiltrank einpfeifen, weil ich kurz vom Sterben war. Ich habe mein Leben gesehen und mir hat es gereicht, dass ich da 188 gesehen habe. Das war schon genug. Das müssen sie aber verbessern. Also das kotzt mich jetzt gerade irgendwie an. Ich kann es nicht mal verschieben. Ich kann... Ja, das ist dämlich, ne? Das ist nicht cool. Wie viele sagen würden. Das ist alles andere als cool. So, Fristhunde rein. Ich bin gleich tot. Kann es sein, dass die jetzt irgendwie alle stärker geworden sind? Ich meine, ich muss mich jetzt... Ich habe voll mehr Schwierigkeiten, mich mit den... ich habe nicht mal Störung. Wo ist... Oh, sie haben meine Störung weggenommen. Ich kann sie jetzt nicht mehr... ich kann sie jetzt nicht mehr... unterbrechen. Das ist ja scheiße. Also das hätte man mir wenigstens noch da lassen können. Es war einer der nützlichsten Fähigkeiten, die man so hatte. Tja. So viel zum Thema. Man sieht, es bringt nicht nur Vorteile, was den neuen Street angeht. Also den Talentbaum. Bringt auch scheinbar negative Aspekte hervor. Wir haben sie gerade erfahren. Ich kann nicht unterbrechen. Und ich verliere irgendwie voll viel Schaden. Und das, obwohl die eigentlich mir unterlegen sind. In dem Sinne, dass sie schon grün sind. Und trotzdem noch Schaden machen. Auf den Gedanken komme ich halt nicht klar. Und dass es immer ab und zu mal Mini-Standbilder gibt. Also scheint so, dass sie mit dem neuen Lounge noch irgendwie Probleme haben. So, aber wobei ich sagen würde, so neu ist ja gar nicht. Wenn ich jetzt gerade so darüber nachdenke, ist die Erweiterung schon etwas länger da. Wenn mich nicht sogar täuscht, vielleicht gerade mal... wenn ich schätzen müsste, so sagen... Vielleicht ein, zwei Wochen alt. Da bringt man schon die meisten Standbilder und Lags zu behoben. So, gibt's noch einen zweiten Teil der Mission? Zum Glück nicht. Erspart mir die Arbeit. Ja, dann reiten wir zurück, ne? Ich will jetzt eigentlich den Planeten so schnell wie möglich verlassen. Weil ich glaube, ich sitze hier schon seit 30, 20, keine Ahnung wie viele Parts. Ja, wenn ich lebensmüde wäre, hätte ich das vielleicht in Erwägung gezogen, aber in diesem Fall eher nicht. Ich muss zu meinem Talentmacker, also zu meinem Ausbilder. Ich will gucken, ob ich meine
Baum zurücksetzen kann, weil der ist scheiße. Tut gut, sich mal die Beine vertreten. Dass man mich aus so einer Distanz abschießt. Geht nicht. Es geht doch nicht. Habe ich nicht gelootet? Ich könnte schwören, ich hätte es gelootet.